So, moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die verstrahlte Welt von Endzone, World Apart. Jo, wir haben Dürre gehabt. Wir haben keine Schutzkleidung mehr oder nur noch wenig. Uns fehlt Stoff mal wieder. Wir haben aber genügend... Nix haben wir genügend, so eine Scheiße. Aber ich würde jetzt erstmal eben hier so ein Plastikjungen auf Stoff umstellen, damit wir ein bisschen mehr davon kriegen. Hier ist wieder irgendwas mit Ressourcen. Also, Strahlenanzug oder Schrottwerkzeug. Ja, kriegen wir noch. Ist in Arbeit. Der Schneider hat mich gerade gemeckert, dass er keine Stoffe mehr hat. Hier, er hier, ne? Benötigt Stoff. Ich glaube, da kommt ein Händler angereist. Der Schatten lässt sowas zumindest mal vermuten. Ja, da ist er. Kann man den irgendwie anklicken? Nö, ne? Nö. Genau. Wir haben einen Plünderangriff, der bald kommt. Hier fehlen uns noch 60 Gummigeschosse, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht fertig sind. Der arbeitet aber dran. So, der andere Wachturm, der hier oben steht, der hat die Gummigeschosse. So, dann wollen wir mal nach dem Händler gucken, was der möchte. Ach, das ist unsere kleine Chinesin wieder. Einen schönen Asiatin. Tag wünsche ich. Ich freue mich mal wieder hier sein zu können. Ich habe eine ganze Reihe an super tollen Sachen für dich eingepackt. Schau doch mal, ob du an irgendetwas interessiert bist. Ja, den Wissenspunkt nehme ich natürlich. Die Schutzkleidung nehme ich auch. Und Werkzeug weiß ich gerade nicht. Nee, dann brauche ich alles nicht, ne? Hier haben wir einen sehr guten Ruf. So. Das wollen wir uns auch beibehalten. So, wir machen mal hier 50, 60. Ach, du ahnst es nicht. Also Metallprojektile kann ich nicht abgeben, habe ich nicht. Stoff kann ich auch nicht abgeben. Hiervon kann ich dir 30 geben. Machen wir mal 40. Komm, bin ja nicht so. So. Hiervon 50. Haben wir 60. Und hiervon 60. 70. Noch sind wir nicht fair, ne? Ja, komm, wir machen das hier voll und dann passt's. Gut. Hervorragend! Mit dir kann man wirklich immer gute Geschäfte abschließen. Wenn das so weitergeht, dann brauche ich bald gar keine anderen Kunden mehr. Können wir uns auf dieses Geschäft einigen? Ah. Ja, wenn du gutes Zeugs bringst, ist das okay. Warum hat der denn keine Schutzkleidung hier? Wo kommt denn der weg? Wo rennt der überhaupt rum? Sieht ihn wer? Ich bin blind, ich sehe ihn nicht. Was ist denn hier kaputt? Was hatten die Weide hier? Achso, Fertigungsgrenze erreicht. Ja, das ist okay. Und hier? Sammlerhütte. Ja, alles Essbare hat die Fertigungsgrenze erreicht. Das ist halt so, ne? So, wie sieht es mit den Aufträgen aus? Der hat schon nichts mehr, ne? Oder? Ne, der meckert auch schon. So, dann wandert noch mal ein Stück weiter hier. Ne, was mit ihm? Achso, den reißt er gerade erst ab. Holz abbauen, der hat auch nicht mehr viel. Kannst du mal hier, ne? Der ist jetzt nicht so viel. Pflanzensammler, ah, der braucht aber eigentlich gar nichts sammeln. So, dann reißt den mal weg, ne? Benötigt Kräuterpilze oder Beeren. Ja, lass ihn mal weiter sammeln.
Arbeitsgebiet hier. Ach ja, hier ist was super. So. Dann haben wir das. Hier ist alles entkontaminiert wieder. Also, ja, dekontaminiert, so heißt es ja richtig. So, Wasser läuft gut. 210 Peoples haben wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird gerade nicht mehr, ne? So. Wie sieht es denn hier mit den Jungs aus? Ich sehe da niemanden. Noch nicht. Aber die kommen erstmal aus dieser Richtung, ne? Müssen das auf jeden Fall beobachten. So, dann zurück zum Dorf. Was ist das denn hier? Expedition. Haben wir noch einen am Laufen? Die Technik. Der Techniker ist informiert. Hä? Wir haben noch einen am Laufen hier oder was? Lass ich mal hier zu uns gehen. Habe ich echt noch eine Expedition am Laufen? Ach, scheiße, ja. Krass. Das wusste ich auch nicht. So, wie müssen wir denn jetzt hier mal weitermachen? Ich glaube, wir brauchen mal eine Kneipe im Dorf, oder? Gemeinschaft. Was brauche ich denn? Ach so, nee, wir müssen uns jetzt mal um Strom kümmern. Genau, Forschung. Da aber gucken, wie weit ist denn die Raffinerie? Die ist fast fertig. Und dann stürzen wir uns auf die Elektronik. Was haben wir denn hier noch so für Dingens? Elektronik, da fehlen noch drei. Die sind noch nicht produziert, verdammte Scheiße. Aber das müsste doch klappen. Die Elektronik habe ich ja auch nicht abgeschaltet, richtig? Nee, die läuft noch. Gut. Ich wollte noch eine weitere Schule aufbauen, ne? Das können wir doch mal machen. Und zwar hier schön, ne, hier ins Wohngebiet irgendwo. So, da schöne Schule hin, ja. So. So, wie sieht es denn mit Wohnraum aus? Ah, der freie Wohnraum in Zufluchten geht langsam auch schon wieder zur Neige. Familien haben gar keinen Wohnraum im Moment. Heißt, wir müssen auch noch mal ein paar Hütten bauen. Ja. Irgendwie ging das im Tutorial etwas einfacher von der Hand. So. Da geht schon nicht mehr, ne? Hier können wir noch eine. So. Nee. Hier und hier. Nee, hier reicht ja, ne? So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue, 5 neue Hütten. Plus das andere. Was ist hiermit? Bevorstehender Plünderangriff. Ist aber noch nicht in Arbeit. Gut. Was haben wir hier noch? Freunde, fremde Forscher, Forschung im Bereich Wohnraum. Ja, nee. Was ist das? Nee, wir haben ja noch was offen hier. Kräuter produziert. 395 von 404. Weißt du, was das Problem ist? Die Kräuterhütte sammelt gar nicht mehr, ne? Jäger des verlorenen Schrotts. Errungenschaft, die ich freigeschaltet habe. Warte mal, wo ist denn die Kräuterhütte wieder? Ich kann mir das einfach nicht merken. Es ist schlimm, aber ich kann es mir nicht merken. Aber wir müssen einfach mal eben hier kurz irgendwo hin, wo Nahrung erzeugt wird. Hier zum Beispiel. Und das Ganze mal eben auf 32.000 bringen.
Eigentlich wollte ich ja gar nicht höher. Jetzt kommt noch eine Dürre. Ja, da merkt nichts. So, ich meine, es kann jetzt gleich passieren, dass wir Siedler verlieren. Aber, siehst du, gute Neuigkeiten. Wir haben unsere Produktion an Medizin so weit angekurbelt, dass wir die kranken Überlebenden behandeln können. Okay, jetzt müssen wir uns um unsere Grundbedürfnisse kümmern. Wir sollten unseren neuen Siedlern einige Hütten zur Verfügung stellen, denn in einer Zuflucht wäre das Risiko einer Pandemie zu groß. Hütten sind im Bau. So, hä? Ist auch noch nicht fertig. Warum? Ach, warte mal. So. Das wäre nie fertig geworden. Hütte errichtet. So. Heißt das, die drei müssen noch fertig werden oder muss ich noch drei Stück bauen? Wenn ich jetzt eine mehr mache, ist das ja noch nicht so schlimm, ne? So. Ne. Es geht um gebaute Hütten, ne? Gut. So. Und hier auch nochmal. So. Jetzt will ich hier weiter wegbauen. Ja. Genau. Hier nochmal viel, viel Hütten hinstellen dann. Warum? Ja. Ein Unzufriedener. Reichhaltige Nahrung haben wir genug. Wir haben drei Wissenspunkte schon wieder. Ah, hier. Expedition wartet auf Anweisung. Naja, aber erst halt gerade. Wand wird zumindest das Reinkommen kein Problem. Endlich brauchen wir mal kein Werkzeug, um irgendwelche Türen aufzubrechen. Das ist doch schön. Wie sieht es drinnen aus? Wir wollen doch mal sehen. Das hier muss die Theke gewesen sein. Das da drüben die Küche, daneben ein Lagerraum und dort hinten haben wohl die Gäste gesessen. Ganz schön viel Elektronik für eine simple Theke. Mehrere Bildschirme und Kasten. Gut für uns. Unsere Experten machen sich gleich an die Arbeit. So. Mit etwas Vorsicht und Ahnung von der Materie konnten wir alle Teile ausbauen. Oh, 45 Elektronikteile. Sehr gut. So. Nächste. Ganz schöne Gerätschaften. Ein riesiger Grill, Fritteusen, Kühlschränke, Öfen. Das auseinanderzunehmen sollte für unsere Techniker ein Klack sein. Wow, das hat selbst unseren Techniker ganz schön Zeit gekostet. Dafür haben wir alle Geräte in handliche Kleinteile zerlegt, die wir nur noch zurück zur Siedlung bringen müssen. Dürfte sich gelohnt haben. Ja. Der Raum ist schon komplett leergeräumt. Wobei, Moment. Unter dem Regal in der Ecke scheint eine Bodenklappe zu sein. Ja, hier führt eine Leiter hinunter. In einen kleinen Keller. Was ist da unten? Wir haben das Regal zur Seite geräumt und steigen mal die Leiter hinunter. Reicht mir mal das Licht. Sieht aus, als ob das hier wer als Unterschlupf genutzt hat. Außerdem liegen hier Spitzhacken, Schaufeln und Eimer voller Gestein herum. Hier sind sogar Essensrationen, die noch genießbar scheinen. Allzu lange kann das nicht her sein. Dass hier wer gelebt hat, naja, seine Ausrüstung wird er wohl nicht mehr brauchen. Hey, hör dir an, was in einem Notizbuch gekritzelt steht. Mich aus der Endzone rauswerfen, dass ich nicht lache. Wenn sie mich nicht reinlassen wollen, buddel ich mir eben meinen Weg zurück. Und das geht noch selten. Ach so, und das geht noch seitenweise so. Ein Glück, dass es in unserer Endzone nicht solche Verrückten gab. Aber wir kriegen doch hier vier Siedler, ne? Ach so, Erforscherabzeichen. Ah, okay. Fortfahren. So. Das scheint ein ziemlich langer Tunnel zu sein. Mindestens genauso lang wie ein Sturz gefährdet, wenn du mich fragst, Boss. Fortfahren. Der Tunnel ist bestimmt fast 100 Meter lang. Hier ganz am Ende ist nur noch ein Haufen Geröll, das den Weg blockiert. Moment, da schaut etwas zwischen den Steinen hervor. Ein Bein. Bestimmt der arme Kerl, der den Tunnel gegraben hat. Muss ihm beim Eingestürzt sein.
hätte er die Tunneldecke mal lieber abgestürzt. Das sollten wir uns zu Herzen nehmen, wenn wir mal Minen betreiben wollen. Wir kriegen nochmal 2 Siedler Minenarbeiterabzeichen. Cool. Und einmal Wissen dabei. Okay. Boah, hier gibt es ja richtig viel. Ich glaube, hier muss ich 2-mal hin. So. Hier steht noch alles voll mit Stühlen und Tischen aus Plastik, die wir verschrotten können. Fortfahren. Kaum zu glauben, wie lange sich der Kunststoff hält. Diese Plastikmöbel sind zwar verwittert und dreckig, aber eigentlich noch recht stabil und bestimmt gut zu verwerten. Jetzt haben wir diesmal Schrottsammlerabzeichen. Ah, sehr cool, ey. Hier sammeln wir richtig viele Abzeichen. So, einpacken und zurückkehren. So, pack dich mal voll. Oh, wir haben alles, wir kriegen ja alles mit, ne? Das ist gut. Mal hier, ordentlich 56 Elektronik, 11 Metall, 33 Plastik, 33 Schrott, 15 Stoff und 15 Expeditionsrationen. Expeditionskapazität nur zu 95% ausgelastet. Perfekt. Die Taschen sind gepackt und wir sind bereit. Wir sehen uns in der Siedlung. Gute Heimreise. Chloe. Hey Boss, mir ist noch etwas aufgefallen an dem Tunnel, mit dem sich der Kerl sein eigenes Grab geschaufelt hat. An den Tunnelwänden war schwarz schimmerndes Gestein zu sehen. Das war Kohle. Wenn wir einen Schacht in einen vielversprechenden Berg hineingraben und natürlich besser absichern, hätten wir eine ergiebige Quelle für Kohle. Natürlich müssten wir uns aber erstmal Gedanken dazu machen, wie wir so eine Mine am besten bauen und betreiben. Okay. So ist denn jetzt hier mit der Elektronik? Neue Technologien wurden erforscht. Jawohl, wir haben die Dingens. Wir haben 5 Wissenspunkte. So, und ich möchte gerne Abbau von Kohle machen. Sofort erforschen. Dann brauchst Schrott und Metall. Kriegen wir hin. Jo, und die Handweberei kommt danach oder was machen wir danach? Das ausgebaute. Nee, danach kommt definitiv der Solarkollektor. Ja. Müssen wir langsam mit Elektrizität anfangen. Ja, Handel ist auch abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt komm, bau doch mal die letzten 3 Dinger da. So, komm, lass mal ein bisschen schneller vorantreiben hier. Ich sehe, was wollen wir heute ja noch erreichen? Er hat noch nicht mal eine Hütte gebaut hier. Wie sieht's hier aus? Ja, noch ein paar Siedler haben wir über. Ja, es muss langsam hochgehen, ne? Wir müssen mal wieder ein bisschen wachsen. Hier, Schrottsammler. Auch nicht mehr allzu viel, ne? Nee. Komm, hier. Zack. So, wir haben es geschafft. Wir haben genug Hütten für alle Neuankömmlinge bauen können. Verstanden. Jetzt müssen wir nur noch unsere Nahrungs- und Wasservorräte erhöhen. Ja, ist gut. Einen noch, einen. So, wo haben wir denn unzufriedene Siedler und warum? Hier oben. Hier sind noch welche. Ja, die sind ja auch noch nicht gebaut. So, komm, dann bauen wir da oben mal eben was hin. Dekoration. So, wir bauen mal ein schönes Blumenbeet hier. So. So, Expedition ist wieder da. Okay, das dürfte erstmal reichen. Die neuen elektronischen Teile können wir dafür verwenden, in unserer Siedlung die Lichter anzumachen. Großartig. Jetzt brauchen wir nur noch einen Entwurf für eine Windkraftanlage. Die stellen wir am besten in der Nähe der Gebäude auf, die wir mit Strom versorgen wollen. So können wir dort auch in Zukunft nachts arbeiten. Machen wir. Windkraftlage 3. Windkraftlage. Windkraftanlage. So, wir wollen ja Produktion erhöhen, ne? Dann lass mal Technologie nicht. Elektrizität. Windkraft. Alles klar. Wir haben mein Konzept ausgetüftelt.
und können mit dem Bau der Mine beginnen. Wir haben auch schon eine Idee, wie wir das jetzige Konzept noch verbessern können. Verstanden. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Die Mine muss natürlich an einem Berg errichtet werden, damit wir einen Stollen tief genug ins Gestein treiben können. Okay. Gleich jetzt bauen wir erstmal hier. Hier eine. Beim Schneider sowieso. Achso, der speichert gerade. So, eine hier. Dazwischen kriegen wir keine mehr gepackt, ne? Schade. So. Da eine. Und dann brauchen wir noch mal was? Eine Straße. Hier. Weg. Weg, El Schotterau. Jetzt kommt gleich ein blöder Sandsturm. Na super. Und dann brauche ich noch eine Windkraftanlage. Wo will ich die denn hin haben? So, ach komm, machen wir hier eine hin. So. Ist ja egal, wir können ja mehr bauen, ne? Wasser produziert. Also Nahrung haben wir schon, wir haben aber auch noch Zeit. Ja, kriegen wir schon noch. So. Ein Händler ist angekommen. Was ist hier? Offene Aufträge am schwarzen Brett. Hier. Ach, die Omi. Ja. Ist das nicht mein absoluter Lieblingskunde? Doch, glaubt der alten Tibara. Sie kennt sie alle. Ja, Tibara ja. Hat auch wieder nur ihre besten Sachen dabei. Lass sie ruhig Zeit. Tibara muss ihre Lunge wieder beruhigen. Ja, raucht ihr noch drei. Dann nehmen wir noch mal 50 Kohle. Ach hier, 30. Machen wir 50 Kohle. So, und dann nehmen wir aber noch ein bisschen was hiervon. Und hiervon auch noch mal 5. So. Bam. Du weißt wirklich immer, wie man das Herz einer alten Dame höher schlagen lässt. Nein, wirklich. Ich könnte dich küssen. Ja, lass mal. Lassen wir das mal. So. Wie sieht's denn mit dem Plünderangriff aus? Da kommt immer noch nichts von, ne? Ja, ist ja gut. Umso länger Zeit haben wir. Ach, das kommt genau jetzt in der Dürre. Ja, klasse Sache hier, ne? Oh Mann. Das ist natürlich scheiße, ne? Ja, was willst du magen? So, hier ist noch, hier, die Schule, was fehlt denn da noch? Achso, die bauen sie gerade. Gut. So, lassen wir auch erstmal so. Können wir aber gleich die Lehrer passend anstellen. Das ist gut. So, wie viel hast du noch? 13. Dann machen wir nochmal 5 Minuten mehr hier, wa? So, was haben wir denn sonst noch offen? Die Windkraftanlage, das Mine errichten. Die Elektronikteile muss geschafft sein, ne? Hat sich nicht beschwert. Weise ein Gebäude. So, ne, das ist ja meine Schwefelmine, ne? Ich muss Kohle produzieren, das haben wir fertig. Ja, komm, dann, wo ist meine Mine? Das machen wir nur kurz hier, damit wir das abschließen. Da. Was ist denn hier los? Fehlende Ressourcen für Gebäudereparatur. So, dann haben wir geschafft, aber wieder zurück auf Schwefel. Puh, das ist körperliche Schwerstarbeit, aber es lohnt sich. Die erste Fuhre Kohle haben wir bereits. Mir fehlt Schrott. Okay, warum fehlt mir schon wieder Schrott? Wofür habe ich hier denn 10 Schrottsammler am Start? Also hier unten hatte ich den Schrottsammler doch schon angepasst, oder? Ja.
Den haben wir schon verschoben. Und was mit dem hier oben? Der hat auch noch ein bisschen was. Der hat doch genug zu tun. Dem fehlen immer noch Gummigeschosse. Nicht tödlich. Warum? Achso, der war neu, ne? So, was haben wir jetzt hier wieder auf erledigt? Die Windkraftanlagen, ne? Genau. Es funktioniert. Schau nur, wie sich die Windräder drehen und in den benachbarten Gebäuden der Strom fließt. Wahnsinn, Boss. Damit bricht eine neue Ära für uns an. Sogar Ideen für eine noch bessere Stromversorgung haben wir schon. Verstanden. Wir brauchen mehr Kleidung. Warum haben wir keine Kleidung? Was ist los mit dir, Schneider? Was fehlt denn hier? Stromausfall. Super. Warum? So, der nächste ist auch fertig. Wirklich gut. Diese armen Leute werden jetzt eine richtig gute Chance haben, sich von ihrer Krankheit zu erholen. Mit dem bereitgestellten Vorrat an Wasser, Nahrung und Medizin. Oh, 43 neue Siedler. Und Haschisch. Nahrung und Medizin sollten sie sich hier wirklich herzlich willkommen fühlen. Was ist denn hier los? Obdachlose Siedler. Hm. Na klar. Ja, ist ja kein Wunder, ne? So, Tuch. Was ist das denn hier? Arznei haben wir mehr als genug. Tuch haben wir nur 61. Gut. Unterkünfte. Erstmal eine Zuflucht bauen hier. Haben wir direkt noch eine da dran. So. Und 43 Kranke schon wieder. Ich hab doch genug Arznei. So ein schwarzes Brett hier. Wir haben nicht genügend Wohnraum. Sie haben gesagt, meine Leute sind hoffnungslose Fälle. Das waren wir. Ich habe alle aufgenommen, denn zusammen sind wir stark. Gebt uns, was wir brauchen. Dann wird niemand verletzt. Von wo sind die denn gekommen? Tribut verweigern, natürlich. Ja, schaut nur auf uns herab. Wenn ihr uns nichts gebt, dann kommen wir eben zu euch. Ja, dann kommt nur. So. Ja, mein Gott. Was brauche ich denn? Tag, Werkzeuge. Ich freue mich, mal Werkzeuge? Wieder hier sein zu können. Nein. Ich habe eine ganze Reihe an super tollen Sachen für dich eingepackt. Schau doch mal, ob du an irgendetwas interessiert bist. Die hat Interessen, die ich nicht erfüllen kann. Das ist das Problem. Ah, Mann. Okay. Ich nur die Hälfte an Werkzeug nehme und nur 10 davon, ist das immer noch unfair. Verdammt. 45 Bier. Ja, ich brauche eine Kneipe. Aber mehr kann ich ihr nicht bieten. Du bist ganz schön teuer, Tusse. Hervorragend. Mit dir kann man wirklich immer gute Geschäfte abschließen. Wenn das so weitergeht, dann brauche ich bald gar keine anderen Kunden mehr. Ja, ja, immer der gleiche Spruch hier. So, na toll, jetzt sind auch noch alle krank. Während die mich angreifen. Super. So, die kommen irgendwie von da. Haben wir alle Wachtürme voll. Scheiße, ey. Warte mal, wie ging das hier? Verteidigung? Priorisieren. Dafür muss ich wissen, von wo die wirklich kommen, ne? Da kommen sie. Hier. So. Schitte. Bei der Verbrennung von Holz ist es einen unserer Köhler zu einem Brand gekommen. Verstanden. Na toll. So, wo sind denn jetzt die blöden Wachtürme? Genau da, wo sie keiner braucht, oder was? So, jetzt aber. Ha!
In die Flucht geschlagen? Verstanden. So, was ist denn jetzt hier? Die hauen ab? Welch sind sie? Oder kommen die nochmal wieder? Beschädigte Gebäude. Ja, was soll ich denn machen? Hier. Zack. Reparieren. Ja. Erstmal sind sie in die Flucht geschlagen. Aber noch nicht geschlagen. So ein Scheiß. Habe ich Miliz verloren? Nein. Freu dich nur. Wir werden dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Verluste einsehen. Reparaturkosten. Geplünderte Ressourcen. Ja. Ja, 70 Gummigeschosse. 4 zerstörte Gebäude. 1 beschädigtes Gebäude. Ja, lass uns in Ruhe. Ja, sehr schön. Guck mal hier. 48 Stoff, 48 Werkzeug. 664 deftige Mahlzeiten, 644 Wasser und Metall. Machen wir. So, was haben wir hier noch? Obdachlose Siedler. Ja. Ist doch schon in Arbeit hier. Hier. Auch wieder alles repariert. Wunderbar. Du kannst wieder einheizen hier. Priorität für die Verteidigung kann abgerissen werden. So, was ist jetzt hier? Schrott. Wir brauchen mehr Schrott. Ja, nützt alle nichts. Stoffe haben wir jetzt auch wieder ein bisschen auf Vorrat. Sehr gut. Hier, oha. Oha. Machen wir nochmal hier bis 40 Baumeister. Und dann macht die Logistika noch voll. So. Da kommt Kräutersammler auch voll. Minenarbeiter. 5 Stück. Behalt mal offen, weil wir müssen ja noch eine weitere Mine bauen. Und zwar hier. Hier irgendwo in dem Gebiet, ne? Die Kohlemine. Ressourcen müsste das sein, ne? Genau. So. So. Hervorragend. So, dann haben wir die Ressource hier. Ist schon voll, ey. Wahnsinn. Wir brauchen noch eine. Boah, verrückt. Wahnsinn. Dann bau gleich 2. Ja, nützt ja nichts, ne? So, die erste Plünderer in die Flucht geschlagen. Was haben wir denn hier? Kranke Siedler, Stelle Sanitätsreise, habe ich alles da. Was soll ich machen, ne? Nochmal ein Händler. Oh, wer ist er denn? Grüße von oben. Ole Sörensen ist wieder mal im Lande und hat einige exotische Leckereien eingepackt. Ja, toll. Hier gibt es doch immer ein paar gute Abnehmer für unsere Waren, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ich will keinen Handel mit dir. Du hast zwar die Werkzeuge, aber ich kann dir nichts dafür bieten. Du willst Sachen, die ich dir nicht verkaufen kann. Händler fortschicken. Möchtest du den Händler wirklich ohne einen Handel zu vereinbaren fortschicken? Ja. Nützt ja nichts. Was soll ich da machen? Ich könnte mal eine Hanfplantage anbauen. Ja. Habe ich denn schon Hanf? Ich weiß das gar nicht. Haben wir Hanf auf Lager? Ja.
können wir Hanf anlegen. So, komm, bau mal hier so eine Weide. Dekoration nicht. Muss der hier sein, ne? So. So, das muss noch bereinigt werden, ist klar. Hier. Minenarbeiter wollte ich noch mal erhöhen, ne? Wo haben wir die denn? Ah, direkt auf 10. So, hier Förster 12. Kannst du auch nicht genug von haben. Dann haben wir mal 16 Bauern. Und ich habe immer noch genug Leute. Ja, krass. 3 sind noch krank. Ja, die werden auch wieder gesund. 5 unglückliche Siedler. Warum denn hier? Hier. Dekoration. Straßenlaterne. Eine Flagge. So, hier. Und hier bau dir mal eine Flagge. Hier baue ich auch eine. Ist doch super. So, wir müssen noch mal ein paar Windkraftanlagen aufbauen. Aber wie sieht es eigentlich mit der Forschung aus? Wissen wir das Zeug? Also Kohle haben wir ja. Solarkollektor erforschen, genau. Ja. Und dann Technologie. Ausgebaute Schule können wir auch mal langsam machen. Sirenenturm, Barrikade. Ja, jetzt können wir nach und nach mal ein bisschen mehr forschen hier. Sehr geil. Ausgebaute Schneiderei, verstärkter Rucksack, ausgebaute Werkstatt. Erstmal müssen wir Hanf anlegen, ne? So. Ich kann noch keinen Hanf anlegen hier. So, diese Saat wurde noch nicht gefunden. Sende Expeditionen. Scheiße. Okay, abbrechen. Ja, das kommt dann später. Was ist los hier? Bald kommt eine Dürre. Wo ist denn mein Expeditionsgebäude? Viele unserer Siedler sind gezwungen, sich ungeschützt durch dieses Ödland zu bewegen. Wir sollten unsere Produktion von Schutzkleidern ankurbeln. Okay. Eine dritte Schneiderei errichten. Na, da machen wir doch. Ja, komm, die setzen wir noch eben zusammen auf. So, die darf hier hin. So, das kriegen wir noch hin. Der nächste Händler bringt uns solche Dinge. Ja, wir bauen gerade die Mine auf, wir forschen, wir wollten noch eine Expedition losschicken, machen wir in der nächsten Folge. Für heute reicht es dann auch. Ich gucke nämlich bei diesem Spiel nie auf die Zeit und merke dann, oh scheiße, es ist schon wieder so spät. Deswegen hoffe ich, dass euch die Runde heute gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.